Schön, dass du wieder auf meinen Kanal gefunden hast. Heute geht das mal ein gepflegtes Aufgebraucht. Nicht besonders viel drin im Korb. Aber für Januar würde ich sagen, sind da schon ein paar Produkte bei, wo ich sage, die kaufe ich auf jeden Fall wieder. Oder wo ich sage, ne, die brauche ich nicht nochmal, wenn dich das interessiert, welche Produkte genau in diesem Körbchen drin sind. Und wie das Urteil darüber ausfällt, schnapp dir einen Kaffee, schnapp dir einen Keks und dann sehen wir uns einfach gleich. Eigentlich bei jedem Aufgebraucht oder jedem zweitesten spätestens dabei Hydrofugal. Und zwar ist das Doppelschutz, starker Schutz gegen Stress, hitzebedingte Schwitzen, vitalisierender Duft, antitranspirant, 50 ml Glasflakon. Hier ist ein Plastikdeckel, hier ist so Kugel über, die jetzt gerade so ein bisschen krümelt. Aufgebraucht haben mein Mann und ich beide. Ich nehme meistens den Classico oder wie auch immer, also oder halt diesen Doppelschutz hier. Sommer, Frühling, Herbst und Winter kannst du gut unter die Arme machen, hast nie Gestinke, finde ich einfach gut. Auch nach der Rasur, rede langsam, kein Brennen oder Zwicken oder was weiß ich, tolles Zeug, mag ich, würde ich immer wieder kaufen, unterschreibe ich. Letzten Rest rausgekratzt und zwar eine Mascara von Maybelline, die Sky High Lash Sensational in Black. Finde ich richtig, richtig oder fand die richtig, richtig gut. Die ist auch richtig abgekrabbelt hier, ne? Richtig abgekrabbelt. Aber die ist jetzt wirklich furztrocken. Das ist eine geniale Mascara. Mag ich alle gerne von Maybelline. Mag ich alle wirklich gerne. Die sind wirklich toll. Aber die Sky High, finde ich, ist eine ganz besondere Mascara, die ich sehr, sehr gerne nutze. Es gibt welche, die ich lieber benutze. Aber ich würde mir die, wenn ich jetzt gar keine andere hätte im Hause, würde ich mir die auch nachkaufen. Die finde ich richtig cool, fand ich richtig toll. Sky High Mascara von Maybelline New York. Absoluter Wiederkaufartikel. Was ich jetzt nicht unbedingt wieder kaufen würde, ist dieses hier. Meint, das riecht gut, ne? Soft Blossom, zuverlässiger Schutz. Sanftblumiger Duft, 0% Aluminium, das finde ich schon mal gut. Ohne Mikroplastik, recyceltes Aluminium, gibt es bei Rossmann, ist klar, Isana. Ich finde, es hat, wenn es direkt aus der Pulle kommt, riecht es richtig gut. Verfliegt aber auch genauso schnell wieder. Und ob ich mir das jetzt unter die Arme jage oder ich mache einfach nur den hier. Ich finde, nicht mal zum Auffrischen finde ich das gut, weil der Duft hält hier überhaupt nicht. Also bei mir und bei meiner Haut nicht. Keine Ahnung warum, würde ich mir nicht wieder kaufen. Würde ich mir immer wieder nachkaufen, weil das nutze ich schon seit Jahren. Und zwar dieses hier von der guten Jill Sander. Das Jill Sander Classic Sun. Das liebe ich einfach mit so einem Pot. Erst mal denkt man, das ist auch ganz schön teuer, ne? Aber du brauchst nur einen davon. Ich mag diesen. Das riecht immer nach diesem klassischen Duft. Du brauchst einen Sprüher davon, das hält den ganzen Tag. Ist auf jeden Fall ein Artikel, würde ich mal wieder kaufen. Finde ich einfach cool, mag ich. Duft ist ja auch immer so ein bisschen so Typsache, aber das ist so ein... Ich liebe, würde ich mal wieder kaufen. Was wir auch immer wieder kaufen und diesmal von einer Abonnentin in einem Paket hatten, war diese Handseife. Also vielmehr mein Mann nutzt die. Ne? Die Palmolive, weil wegen Kontaktlinsen hat er immer solche Sachen, die halt so clean sind, also so eine Sensitiv-Handcreme. Ich habe da was anderes im Rennen. War in einem Abonnentenpaket dabei, ein Doppelpack, lieben Dank, liebe Angie. Das erste hiervon ist schon aufgebraucht, das zweite ist im Gebrauch. Würden wir immer wieder kaufen, es sei denn, wir kriegen das von Angie zugeschickt. Aber würden wir immer wieder kaufen. Was ich nicht unbedingt wieder kaufen würde, ist dieses hier von Balea. Persönliches Empfinden, es gibt ganz einfach, sage ich mal, wenn du blondiertes Haar hast, gibt es einfach so manchmal einen Gelbstich. Ne? Findet man allgemein nicht so schön. Ich mag das auch überhaupt nicht. Deshalb nehme ich eigentlich immer Silbershampoo, also dieses Lilane. Ich hatte mir das mal hier mitgenommen und zwar ist das Silberglanz Farbkorrekturcreme. Farbkorrekturcreme mit speziellen Farbpigmenten sofort oder reduziert sofort den Gelbstich. Okay, das macht es schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Verleiht
ein pures Blond-Grau für graues, weißes und blondiertes Haar. Pflegeformel mit Keratin und Silberweidenextrakt, okay? Normalerweise ist das Zeus ja immer lila. Dieses hier ist aber, kann man leider nicht mehr sehen, knackeblau. So blau. Knackeblau, dachte ich, ob das jetzt auch irgendwie so, also es hat den Gelbstich, hat es rausgenommen. Aber ansonsten habe ich immer dieses Lilane, das macht für mich so ein schöner, ich kann das schwer beschreiben, ein schöner, schöneren, kühleren Blondton. So, deshalb würde ich mir das jetzt nicht unbedingt wieder kaufen, sondern ich würde mir das Silbershampoo ganz einfach holen. In Lila. Das würde ich mir nicht wieder kaufen, aber das andere, es hat so seinen Dienst getan, aber mir gefällt der Blondton an sich nicht, der dabei rausgekommen ist. So, ich hoffe, ich habe das richtig erklärt. Das würde ich mir nicht wieder kaufen. Nicht leer, aber aussortiert, ist mir einfach zu lange im Gepäck schon. Und zwar ist das Magic Face Perfection Cream, leichte Deckkraft mit Niacinamiden LSF 30 von Trended Up von DM. Und zwar ist das so eine, also kannst du entweder als Primer nehmen, für unten drunter, für Foundation erst. Also erst Primer, das, dann Foundation, jetzt wird schon wieder kompliziert. Oder du kannst es auch Single tragen, um einfach so ein bisschen deinen Hautton auszugleichen. Ich finde das Produkt an sich, finde ich, eigentlich richtig cool. Finde ich richtig gut. Es gab aber mittlerweile, weil das habe ich ja schon richtig, richtig lange, mittlerweile Produkte, die das so ein bisschen eingeholt haben. Also für mich persönlich, wo ich sage, finde ich besser. Deshalb habe ich das relativ wenig in letzter Zeit genutzt. Das ist mir gefühlt einfach zu lange offen. Deshalb fliegt es raus. Wenn ich nichts anderes hätte, was ich jetzt besser finden würde, für mich jetzt so persönlich, würde ich mir das auf jeden Fall nachkaufen. Aber es ist mir, wie gesagt, zu lange auf. Hier steht jetzt drauf, wenn du es aufmachst, ist es 12 Monate haltbar. Und ich glaube, da sind wir auch ganz gut rangekommen. Gefühltechnisch weiß ich, auch wenn ich noch so viele Sachen habe, wann ich die ungefähr gekauft habe. Also das weiß ich ungefähr, deshalb ist die raus. Weil mit Kosmetik und Haltbarkeit, wenn sowas mal abgelaufen ist und du machst dir das auf die Haut, hast du mal richtig Spaß. Ne? Immer ein bisschen drauf gucken, am besten auch aufschreiben, am besten ist natürlich immer ein Aufkleber drauf, wann man das gekauft hat. So ist man auf der sicheren Seite oder man weiß das halt so grob und sortiert halt mal ein bisschen ehrlich aus und sagt, nutzt du es eigentlich noch oder nicht, gibt es dann weiter oder entsorgt das halt. Aber passt da bitte mit auf. Das ist ganz böse für die Haut, wenn da irgendwann abgelaufen ist und das riecht schon komisch. Haut es weg. Nochmal dekorative Kosmetik würde ich mir immer wieder kaufen. Habe ich sogar noch einmal im Backup liegen. Und zwar ist es dieses hier von L'Oreal. Gibt es in 3 Varianten, glaube ich. Liegt so bei 10 Euro. Das ist die Magic BB 5 in 1 Transforming Sting Skin Perfection Tint Optimizer. What a lange Satz. Vitaminkomplex B5 plus E, hydratend, also feuchtigkeitsspendend. Finde ich ein grandioses Zeug, muss ich ganz ehrlich sagen. Verfeinert richtig gut das Hautbild, gleicht aus, macht, tut, hält den ganzen Tag. Ich finde auch, wenn man so ein bisschen vergrößerte Poren hat, macht das so ein richtig feines Hautbild. Ich habe jetzt, sage ich mal hier, es gibt ja 3 davon, ne? Ich zeige euch das nochmal hier, welches ich jetzt habe. Es gibt einmal so ein grünes, so gegen Rötungen und so weiter. Und ich habe dieses hier. Dass ihr euch das nochmal anschauen könnt, finde ich richtig gut. Die anderen habe ich noch nicht ausprobiert. Und das ist der Farbton, ich meine Mittel. Das ist der Farbton Mittel. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das hier steht. Das weiß ich, ach, guck mal hier oben, ne? Hell bis Mittel. Ich hatte mal nur hell, das war zu hell. Und das ist hell bis Mittel. Richtig gut, würde ich auf jeden Fall wieder kaufen. Wo ich nicht so begeistert war, habe ich hier nochmal einen Teil, ein Big Booster High Energy Eye Lift von Uncorrupted. Da hatte ich mal ein ganz, ganz tolles Paket bekommen, wo einige Sachen bei waren, die mir gut gefallen haben, die ich jetzt immer noch teilweise im Gebrauch habe, wo ich mal sage, probiert das nochmal ein bisschen aus. Es waren auch ein paar Sachen dabei, die ich 1-2 Mal benutzt habe und dann weitergegeben habe und dann nochmal warte auf ein Urteil. Das Ganze ist hier mit 10% grünem Tee, Koffeinkomplex und Ultra Lift aktiv.
Ich weiß nicht. Ich finde das okay. Ich finde es okay, das Produkt, muss ich sagen. Ich habe es gerade so ein bisschen in der Augenpartie und so weiter genutzt. Es kommt dem Augenlifting Booster, würde ich sagen, von Beauty Mates ganz gut so nah, würde ich mal sagen. Finde ich nicht verkehrt. Aber es hat mich nicht vom Sockel gehauen, sagen wir es mal so. Ich habe das schon relativ lange, also ein halbes Jahr habe ich das mindestens hier und benutze das immer mal wieder und träufle mal ein bisschen drauf oder so auf die Plissé-Fältchen. Aber gut, es pflege ich gut, aber das ist ein Produkt, das würde ich mir jetzt nicht unbedingt wieder kaufen. Ein Produkt muss mich vom Hocker hauen und sagen, ich habe schon 3 Stück davon, aber das war bis jetzt einfach das Beste. Das kann ich hier nicht sagen. Da bin ich auch ganz ehrlich. Hat mir nicht so gefallen. High Energy Eye Lift. So, da hätten wir hier nochmal Mundwässerchen und zwar Meridol. Hole ich mir nicht immer die große Pulle, sondern ab und zu mal ein bisschen die kleine. Ich wechsle da auch immer ein bisschen. Meridol, wenn man so ein bisschen Zahnfleischprobleme hat wie ich, alles ist irgendwie empfindlich. Meine Haut, mein Zahnfleisch, ich sowieso, meine Seele, alles. Für die Zähne aber Meridol finde ich ganz cool, gerade wenn man so, wenn ich so in den Wintermonaten oder Sommermonaten so im Winter viel Orangen, Mandarinen und sowas esse, dann macht sich das bei mir immer auf dem Zahnfleisch bemerkbar. Ich weiß es, aber ich esse es trotzdem gerne und genauso geht es mir mit Tomaten. Mit Tomaten im Sommer, da habe ich oft so Zahnfleisch kaputt gereizt. Deshalb habe ich das ab und zu mal so im Rennen, wenn ich merke, so, ach, das ist unangenehm, spül damit irgendwie 1, 2, 3, 4 Mal Zähne putzen lang morgens und abends. Dann ist das auch relativ schnell wieder behoben. Finde ich auf jeden Fall gut, würde ich mir immer nachkaufen. Die habe ich schon von Dezember. Das ist die Hyaluronic Urea. Da gab das auch gerade ein Video wieder. Am Wochenende. Am Wochenende gab das Dalton Kosmetik. Das ist die Hydro Boost. Hyaluronic Urea Hydro Boost. Anti-Aging Feuchtigkeitscreme mit Anti-Aging. Bla 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 bla. Bis auf den letzten Rest aus. Entschuldigung, ausgekratzt. Oh, die riecht immer so geil, ne? Ich mag das so gerne. Ist eine sehr, sehr reichhaltige Creme. Erst dachte ich, dass mal nicht ein bisschen zu reichhaltig ist, gerade auch so in der T-Zone, wo ich immer so ne, Mischhaut und so ein bisschen fettige Stellen habe, die man schnell nachölen. Im Moment kann meine Haut gar nicht genug Feuchtigkeit kriegen, deshalb würde ich mir immer wieder kaufen. Dann habe ich hier noch drinne, zum guten Schluss, nee, ein Teil ist hier noch mehr. Zwei sogar noch. Zwei sogar noch. Weil da alles so reinpasst in so eine kleine Kiste, ne? Unfassbar, ey. Nö, ich fange jetzt erstmal mit denen hier an. Und zwar total traurig, aber schon im Backup nachbestellt. Und zwar von NAM. Das ist ja eine Marke, die man nur online bei Rossmann bestellen kann. Die Firma NAM, da haben wir auch mal ein One-Brand-Video zu gemacht. Kannst du gerne in der Playlist schauen. Ganz, ganz tolle Kosmetik, sind ganz viele Sachen, die ich täglich einfach gerne nutze. Und unter anderem war das auch dieser Eyebrow Pencil. Den habe ich in der Farbe, muss ich hier mal gucken, 04 Cool Blond. Kostet bei 8 €. Finde ich mega cool und das passt jetzt irgendwie ganz gut, dass ich diesen hier so zum Beispiel dazwischen habe von Rival de Loop. Und hier, nee, das ist was anderes. Der sollte auch gar nicht weg. Den habe ich schon besucht oben. Tö, na gut. Dass ich den jetzt hier da habe zum Vergleich, weil im Grunde genommen sind das so, ne? Die haben beide einen Spoolie. Da kann ich ja hier auch ruhig mal so auspacken. Das sieht gleich aus. Schön Haare dran. Der ist ein bisschen kleiner, der ist ein bisschen größer, aber das ist nicht das Entscheidende. Hier können wir die Kappen auch mal abmachen. Die sehen auch so fast gleich aus. Hier kann ich jetzt ja nicht rausdrehen, überall, weil da ja nichts drin ist. Hier befindet sich drin eine sehr, sehr feine Mine für alle, die das gar nicht kennen. Damit kannst du wunderbar deine Augenbrauen so nachziehen, Härchen nachziehen, unten gerade Kante machen, schön Bogen machen, schön durchkämmen. Finde ich super. Preislich ist der natürlich etwas günstiger von Rival de Loop. Ich meine, der kostet bei 3 €, 4 € irgendwie so. Oder nicht mal. Aber das Problem ist hier, wenn er dir runterfällt, hast du sowieso schon mal verloren, weil die Mine in sich hier drin gebrochen ist. Und wenn du zum Beispiel so ein bisschen zu weit rausgedreht hast, habe ich schon mal gesagt, dann brechen die unglaublich schnell ab und du brauchst eigentlich mehr davon, weil sie öfters abbrechen, als das, was sie leer gehen. Wie dieser hier, der hat genau so eine kleine feine Mine, da kannst du wunderbar genau das Gleiche mitmachen. Aber den kannst du runterschmeißen, den kannst du auch zu weit rausdrehen. Diese Mine bricht einfach
Also da musst du dich schon anstrengen. Da musst du dich wirklich anstrengen, damit die abbricht. Das tut sie eigentlich nicht. Deshalb hat mir der eigentlich so gefallen. Ich meine, der liegt bei 8 Euro irgendwie so, aber lohnt sich auf jeden Fall. Gab das aber auch nur in 4 Farben. Für mich passte die jetzt sehr gut hier. Und Nam würde ich auf jeden Fall nachkaufen. Die finde ich auch nicht verkehrt, aber wenn ich die Wahl habe, würde ich immer zu Nam greifen. Ich weiß gar nicht, warum. Die habe ich oben schon gesucht. Das ist ein schöner von Trended Up, ein schöner Kajalstift. Was macht er denn hier? Wir machen doch im Moment jede Woche einen, also jeden Tag einen Look. Und der sollte eigentlich in dieser Kiste drin sein. Na gut, dann schmeiße ich ihn jetzt mal rein. Hier haben wir noch Isana. Es knistert etwas. Einwegrasierer. 2 Klingen, was da noch drin? Die Hülle von dem Maler hier. Die haben mir richtig gut gefallen. Das sind Einwegrasierer. Viele sagen, oh, du musst einen dauerhaften Rasierer nehmen. Ich habe bis jetzt noch keinen dauerhaften Rasierer gefunden, der mich jetzt auch mal wieder vom Hocker gerissen hat, wo ich sage, der ist toll. Irgendwie komme ich immer wieder zurück auf diese Einmalrasierer hier. Und da habe ich auch schon allerhand durch. Und die fand ich jetzt gar nicht so verkehrt. Das sind Einwegrasierer, 2 Klingen mit Schwingkopf, Gleitstreifen, Vitamin E und Aloe Vera. 10 Stück sind hier drin. Die sind richtig gut scharf. Also das schafft richtig was weg unter der Arme und sonstige Sachen, wo das Fell einfach weg soll. Hat mir gut gefallen, das Ganze, muss ich ehrlich sagen. Preis ist hier auch in Ordnung. Ich halte das hier nochmal rein. Diese hier sind das. Die fand ich bis jetzt eigentlich von den ganzen Einmalrasierern, die ich so probiert habe, eigentlich fast die besten, würde ich sagen. So, allerletztes Teil ist von Avon. Bergamot und Green Tea with Grüntee und Das ist ein Room Spray. Das gibt es entweder im Set. Einmal dieses Room Spray, dann eine Handseife oder so eine Hand, Handseife, Handwash, dann eine Handlotion und dann gibt es auch so Duschsachen und so davon. Das sind umwerfende, weltbewegende Düfte. Ich meine, 3 oder 4 Sorten gibt es da von Avon. Habe ich mir auch übrigens schon nachbestellt, finde ich nämlich richtig klasse. Und für uns ist das immer das Ups-Spray. Wir haben 2 Badezimmer, 1 oben, 1 unten. Im oberen Badezimmer steht auch das Katzenklo drin. So, und wenn man selber mal ein in die Schale jagt, sage ich jetzt mal so mit meinen Worten, den richtet manchmal nicht schön. Und manchmal hast du Gesellschaft dabei, dann kommt Yushi und setzt sich dazu und klödert einen ins Katzenklo rein. Und da bist du manchmal schon dankbar, wenn du so ein Roomspray hast, so ein Ups-Spray hast und da wieder ein bisschen durchatmen kannst, da das schön riecht. Das finden wir beide richtig grandios. Mein Mann sagt immer selten, kannst du das nicht mal nachbestellen? Bei dem hat er das damals gesagt, kannst du das nicht mal nachbestellen. Das mag ich unheimlich gerne riechen. Und da wechseln wir uns immer ein bisschen ab mit den Duftnoten hier. Aber das finden wir richtig cool. Das stand jetzt im unteren Badezimmer und das ist jetzt alle Nachschub, ist aber schon geordert, würde ich immer wieder kaufen. So, wenn du irgendwelche Produkte hast, wo du sagst, Mensch, du, die habe ich auch und das sehe ich genauso oder nee, das sehe ich komplett anders, würde ich das schön finden, wenn wir uns hier ein bisschen austauschen in den Kommentaren. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich das auch sehr schön finden. Wenn du das ganz einfach jetzt spätestens am Ende des Videos machst, denn so kann ich ganz einfach sehen, dass der Content, den ich hier mache, dass dir das ganz einfach gefällt und dass du von der Dame aus Kiel einfach ein bisschen sehr mehr sehen möchtest. So war der Plan. Wir sehen uns einfach wieder zum nächsten Mal, spätestens am Sonntag. Und diese Woche ist ja jeden Tag ein Kurzvideo. Und zwar kannst du dir das gerne in der Playlist angucken. Das heißt, glaube ich, eine Woche eine Lidschattenpalette oder irgendwie so. Und diese Woche sind alle meine, nicht Lidschattenpaletten dran, sondern alle meine Creme-Lidschatten, Kajalstifte, ist alles in so einer Box drin. Und da gibt es jeden Tag ein Make-up. Und da bemühe ich mich auch immer, das jeden Tag zu machen. Ein Look, also was ich anhabe, wie ich geschminkt bin und so weiter. Und das tatsächlich hier ist der blaue Look von gestern, vom Dienstag. So ist das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Stopp! Eine Frage müsst ihr mir nochmal beantworten. Wer mich schon ein bisschen länger sieht, weiß, dass es sonst hier unten in meinem Schminkkabuff immer so ein bisschen Gehalt hat. Mein Mann und ich haben am Wochenende, hatte ich mir bestellt, solche Klebeplatten für die Wand, damit der Hall einfach genommen wird. Mich würde jetzt mal interessieren, ob das mit dem Hall jetzt einfach besser geworden ist oder ob wir da noch mal ein paar Platten noch mal zukaufen müssen. Aber ich finde, schon beim Reden höre ich hier, dass das deutlich besser ist gegen sonst. Das müsstet ihr mir noch mal beantworten in den Kommentaren. So, jetzt aber. Ciao, Kakao.